Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs wird viel über die Bundeswehr geredet. Zum einen wegen der Waffenlieferungen, aber auch wegen der mangelhaften Ausrüstung der Truppe. Am Tag der offenen Tür konnten Besucherinnen und Besucher mal hinter die Kulissen einer Kaserne schauen, der Klotzberg-Kaserne in Idar-Oberstein. Mehrere tausend Menschen kamen und konnten zum Beispiel auch mal bei einem Panzer mitfahren. Mehr von Michael Jung. Es wackelt, es ist staubig. Und trotzdem ist so eine Fahrt mit einem echten Panzer für viele Besucher am Tag der offenen Tür beim Artilleriebataillon 345 in Idar-Oberstein das absolute Highlight. Allein diese Kräfte, diese Mächte, ne, also diese Kraft an dem ganzen Ding, es macht dich so ein bisschen stolz auf das ganze Ding. Das ist was für richtige Männer, sag ich mal. Ja, schön. Was zu erleben, was zu sehen, was probieren Neues. War schön. Das Interesse der Öffentlichkeit an der Bundeswehr ist zuletzt stark gestiegen. Wie zum Beispiel an diesem Bergepanzer, der auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal eingesetzt wurde. Gerade die großen Einsatzfahrzeuge haben es den Leuten angetan. Heute, wenn ich jetzt hier umherschaue und die Massen sehe, die gerade zulaufen, bei den Witterungsbedingungen, ist ja tropisch warm, glaube ich schon, dass das gut ankommt. Es hat sich viel gewandelt. Gerade seit dem Beginn des Ukraine-Krieges, letztes Jahr im Februar, kommen doch ganz, ganz viele Fragen. Das Interesse an der Bundeswehr steigt deutlich und man merkt da schon, dass sehr viel Betroffenheit da ist. Auch ein Thema hier, der Zustand der Bundeswehr. In der Kaserne in Idar-Oberstein fehlt es an allen Ecken und Enden. Egal ob bei den Unterkünften oder bei der Ausrüstung der Truppe. Es wird Zeit dauern, es wird lange brauchen, bis wir eine Armee haben, die kaltstartfähig ist, die quasi von heute auf morgen für alle möglichen Szenarien vorbereitet sind. Aber wir müssen momentan das Beste draus machen, was wir haben. Ich meine, es war legitim, dass alle Jahre gespart wurde. Wir hatten ja umgeben von Freunden und mit Ausbruch damals Annexion Krim und jetzt Ukraine-Krieg hat sich die Lage ja grundlegend geändert. Trotz aller bekannter Schwächen der Bundeswehr, der Tag der offenen Tür in Idar-Oberstein bleibt bei vielen Besuchern und Soldaten positiv in Erinnerung. Und ganz besonders bei denen, die Chance hatten, ein paar Runden mit einem echten Panzer zu drehen.